über Corona zur monopolistischen Weltdiktatur des Großbürgertums. Norbert Melze für die Basisdemokratische Räterepublik. Vorspann. Covid-19 und Influenza sind ernstzunehmende Erkrankungen, vor denen man schützen muss. Halten Sie sich an die behördlichen Vorgaben. Diese Informationen sind meine persönliche Meinung und Ergebnis meiner persönlichen Recherchen. Sie unterstreichen mein Recht auf freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit. Gerade Risikogruppen benötigen einen besonderen Schutz vor Covid-19. Robert Melze, Ende der Einführung. Für die einen ist das Coronavirus eine beängstigende Heimsuchung. Die schlimmste Krise, die zum Beispiel die Bundeskanzlerin mit dem Zweiten Weltkrieg vergleicht. Es drängen sich die Beispiele der vielen hundert Corona-Toten in den Krankenhäusern Italiens auf. Genauso gehen die 89.000 Corona-Tote in den Vereinigten Staaten zu denken. In Deutschland sind es nur 8.000, also 100 auf 1 Million. Umgerechnet auf Amerika müssten das dann 30.000 sein. Aber es sind 89.000. Hier sind die Regierungen, einige Ärzte mit Staatskarriere und Fassaden der revolutionären Linken auszumachen. Für die anderen ist das eine mittlere Grippeepidemie mit weit weniger Toten als bei der Influenza-Grippe, aber schnellere Ansteckung. Aber erst ein Video, welches versucht, beide Seiten zu verstehen. Professor Streeck bei Markus Lanz am 21.04.2020. Link 1. Wir sehen, es wird kein einfaches Schwarz-Weiß. Die italienische Regierung gab bekannt, dass von den vielen hundert Corona-Toten 88% gar keine Corona-Krankheit hatten. Außerdem werden die Särge erst dreimal um die Kirche herumgetragen, bevor die Toten in den Himmel kommen. Italien hat besonders viele Krankenhauskeime, weil Schäuble die Privatisierung von ihnen verlangte und es in Italien überdurchschnittlich viele alte Leute über 82 Jahre gibt. Dass in den USA die Zahl der Corona-Toten so fast um das Dreifache höher ist, liegt an ihrem schlechten Gesundheitssystem und an der falschen Behandlung der Schwarzen mit Hydroxychloroquin. Die Millionen weißen Zeltstädter und 30% der Schwarzen und Latinos haben gar keine Krankenversicherung und überdurchschnittlich viele unbehandelte Vorerkrankungen. Schweden hat gezeigt, dass, obwohl die Wirtschaft und das Leben normal weitergehen, das ganze Land schon lange über den Berg ist. Sie hat nur die Senioren und Vorerkrankten gebeten, zu Hause zu bleiben, sowie die Veranstaltungen über 50 Personen verboten. Das WHO hat selber Schweden als Vorbild hingestellt. Dennoch starben dort 2.500. Das wären auf Deutschland umgerechnet 20.000. Doch gegenüber 8.000 ziemlich viel. Nun, Schweden hat erst lange bei Veranstaltungen
eine Höchstgrenze von 500 gehabt, bevor sie auf 50 zurückgegangen sind. Die Senioren wurden um ihre Isolierung nur gebeten, nicht kontrolliert. Noch besser wäre eine Einzelisolierung, keine Sammelisolierung. Dafür hat Schweden eine breite Herdenimmunität und wird wahrscheinlich von der zweiten Welle nicht mehr so stark betroffen sein. Der Hamburger Rechtsmediziner Dr. Klaus Püschel hat über 100 Corona-Tote obduziert und festgestellt, dass ohne Vorerkrankungen noch keiner an Corona gestorben ist. Siehe YouTube ARD, Link 2, Zitat, Fokus, Link 3. Dieses Virus beeinflusst überzogenerweise unser Leben. Das steht in keinem Verhältnis zu der Gefahr, die vom Virus ausgeht. Und der astronomische wirtschaftliche Schaden, der jetzt entsteht, ist der Gefahr, die vom Virus ausgeht, nicht angemessen. Ich bin überzeugt, dass sich die Corona-Sterblichkeit nicht mal als Peak in der Jahressterblichkeit bemerkbar machen wird. Alle, die wir bisher untersucht hatten, hatten Krebs, eine chronische Lungenerkrankung, waren starke Raucher oder schwer fettleibig, litten an Diabetes oder hatten eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Da sei das Virus sozusagen der letzte Tropfen gewesen. Zitat Ende. Das Robert-Koch-Institut gibt nach Bodo Schiffmann immer den neuesten Reproduktionswert, R-Faktor bekannt, der sich immer bisher auf 4000 Personen bezog. Er stand auf 0,6 und alle freuten sich, dass der Shutdown nun bald vorüber sei. Aber Pustekuchen, ab 26.04. bezog er sich beim Robert-Koch-Institut plötzlich nur auf 2000 Personen. Eine Vorhersagen-Schätzzahl, eine Nowcast-Option, wie das RKI es nennt, und steht dann wieder auf 1,0. Also jetzt kommen die Lügen noch klarer, noch deutlicher. Hier wird es eigentlich ganz klar, dass die Bundesregierung den Shutdown länger hinausziehen will, als von ihren eigenen Corona-Bekämpfungsmaßnahmen verlangt wird. Noch ein Zitat von den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Österreichs Kanzler schürte gezielt Angst vor Coronavirus. 28.04. Ein Sitzungsprotokoll der österreichischen Regierung vom 12. März zufolge hat Kanzler Kurz offenbar die Angst vor dem Coronavirus gezielt geschürt. Auf der Sitzung hat er davon gesprochen, die Bevölkerung sollte Angst vor einer Infektion haben, beziehungsweise den Tod von Angehörigen haben. Österreichs gesamte Opposition ist außer sich, droht nun eine erneute Regierungskrise in Wien. Zitat Ende. Zu denen, die den Regierungen Angstschürerei vorwerfen, zählen die meisten unabhängigen Ärzte, wie Dr. Wolak, Professor Dr. Bakti, Dr. Med. Könlein, Kiel, Dr. Heiko Schöning, Hamburg, Virologen, Professor Dr. Karin Mölling, Zürich, Dr. Klaus Püschel, Hamburg, Dr. Bodo Schiffmann, Zinzer in Heidelberg.
Professor Dr. Hendrik Streeck, Bonn, weiter nur ganz wenige linke Revolutionäre, fast alle bürgerlichen investigativen Journalisten auf YouTube und die Demonstranten gegen die Einschränkung der Freiheitsrechte. Am 16.05. in Stuttgart alleine 20.000 Personen ohne einen sozialistischen Revolutionär. Die letzten zwei Beispiele der Beruhiger zeigen, dass der ganze Stillstand der Weltwirtschaft einen anderen Grund haben muss. Ich hatte im August 2019 mein Buch Das Kapital von Marx leicht gemacht, fertig gemacht und zum Druck gegeben. Da steht schon drin, dass die durchschnittliche Profitrate in der Produktion aufgrund des massiven Einsatzes der Roboter bei 0,5% steht. Es wird kaum mehr von den Investoren investiert. Ich schrieb in meinem Buch zum Bruttoinlandsprodukt 2020, Zitat: Wir müssen wahrscheinlich diesmal mit einem Crash von bis zu -80% rechnen. Die weltweiten Investitionsverweigerungen führen zu einer Überproduktion im Produktionsmittelsektor, die dieses Mal zu vielen Betriebsschließungen führen werden, da kein Staat mehr helfen können wird. Zitat Ende. Von diesem Fall wird sich kein Land mehr erholen. Den ersten Fall an der Börse und den Wirtschaftseinbruch von -16% haben wir schon erlebt. Diese Haltung, dass der Mehrwert in der Produktion gegen Null tendiert und die Profitrate schon bei 0,5% steht, wird auch von der Praxis bestätigt. Florian Nom schreibt in seinem neuen Buch Der Cash ist da. Heute liegt die Dividendenrendite der Titel im Standard & Poor's 500 bei lediglich 1,8%. Zitat Ende. Das sind die größten 500 amerikanischen Firmen und hauptsächlich aus dem Finanzbereich. Deutsche Wirtschaftsnachrichten titelt Großbrand hinter den Kulissen. 40% aller amerikanischen Firmen sind in die roten Zahlen gerutscht. 27. Januar 2020. Dass die Marktwirtschaft zu Ende ist und dass 2020 zu einem riesen Crash kommen wird, wussten natürlich auch die allerobersten Chefs. Um Rothschild, Rockefeller, Warburg, Goldman Sachs, JP Morgan, Warren Buffett, Bill Gates und die Hausmeister für die dreckigen Geschäfte. George Soros mit seinen Open Society Foundations. Ihre Manager haben auch das Kapital von Karl Marx in Moskau studiert. Deshalb wissen sie, es ist zu Ende mit dem Geldhacken. Nun aktivieren sie das Coronavirus. Und man kann somit dem Coronavirus die Schuld an dem Fall der Profitrate und dem Crash geben. Am 9.07.2019 ist Bundeskanzlerin Merkel zu Besuch in Wuhan und zeigt dort in ihrer Rede an der Universität die Notwendigkeit einer Weltregierung auf. Link 5.
Im Oktober 19 führt man eine Corona-Übung in New York durch. Deutsche Wirtschaftsnachrichten, Event 201. Eine sonderbare Pandemieübung, kurz vor Ausbruch der Corona-Krise. Link 6.